Gute Unterhaltung wünscht Ihnen die Sparda Bank. Finanzen einfach und entspannt erledigen. Sparda Bank. Was macht man am Welttag des Buches und am Tag des deutschen Bieres? Nun, Sie könnten das schöne Wetter nutzen, ein Buch lesen und dabei ein Bier genießen. Oder Sie verschieben das Ganze nochmal um eine halbe Stunde und genießen die Dienstagsausgabe der Allgäu TV Nachrichten. Mit diesen Themen. Wie retten wir die Bienen? Was kann ich für die Artenvielfalt tun? Von Osternacht bis Emmausgang, ein Rückblick vom Osterwochenende und Gläubige im Einsatz, die Ausbildung zum Gottesdienstbeauftragten. Das Wetter im Allgäu, Sonne satt und warm. Gärten bestehend aus einem einzigen Blütenmeer findet man heute immer weniger. Stattdessen sieht man häufiger aufgeschüttete Kiesbeete und auf den Rasenflächen fährt ununterbrochen der Mähroboter auf und ab. Ja, ob das schön ist oder nicht, ist Geschmackssache, allerdings nicht für die Natur. Insekten wie Bienen, Hummeln oder Schmetterlinge tun sich so bei der Nahrungssuche immer schwerer. Beim Volksbegehren haben sich 1,5 Millionen Bayern für die Artenvielfalt ausgesprochen. Aber was kann man dafür im eigenen Garten tun? Wir haben uns erkundigt, wie der ideale Garten für Insekten aussieht. Das Volksbegehren Artenvielfalt hat bayernweit über 1,5 Millionen Unterschriften erhalten. Der Startschuss aus dem Bayerischen Landtag ist bereits gefallen und nun gilt es auch für die Bürger, ihr Begehren umzusetzen. Wie man das am sinnvollsten tun kann, erklärt mir Dr. Christoph Greifenhagen. In seinem Ruhestand beschäftigt sich der ehemalige Landarzt mit dem Thema Artenvielfalt. Er hat das Konzept Allgäuer Wiesen entwickelt. Das Projekt will dazu aufrufen, statt dem klassischen englischen Rasen vielmehr eine Wiese mit heimischen Blumen im Garten zu pflanzen. Eine solche findet man auch bei Christoph Greifenhagen zu Hause. Wie pflanzt man denn so eine Wiese im eigenen Garten an? Wie macht man das denn am besten? Das ist eine gute Frage, nicht so einfach. Weil wenn man das direkt in dem anstehenden Humus machen möchte, dann muss man immer damit rechnen, dass die Samen, die seit Jahrzehnten unten liegen, von allen möglichen anderen Pflanzen, die früher da waren, dann wiederkommen. Man kann also nicht einfach auf den Rasen aussehen, auf seinen englischen Rasen, sondern mit meiner Methode, ich mache einen Bodenaustausch. Das heißt, die obere Bodenhumus mit Grasnarbe wird vollständig entfernt und dann mit Wandkies 25 cm aufgefüllt und dann wird dort drauf angesät. Und das sieht am ersten Jahr noch nicht so sehr ansehnlich, wird mit jedem Jahr besser. Und wann macht man das? Zu welcher Jahreszeit kann man das jetzt noch das im Frühjahr machen? Das kann man zur ganzen Jahreszeit machen. Ich habe die meisten Wiesen im Frühjahr angelegt. Aber sie erfordern am Anfang, dass man 4 bis 6 Wochen wässert, wenn kein Regen da ist. Und deshalb ist es gar nicht so verkehrt, wie man die im Herbst, im Spätherbst sogar ansieht. Wenn Sie dann jetzt, wenn jetzt die Wiese gewachsen ist und die Blumen blühen, mähen Sie den Rasen überhaupt? Kalkmagerrasen, den braucht man im Grunde genommen nur einmal im Herbst zu mähen. Das ist das Schöne. Man muss nicht also den ganzen Sommer, wie das bei einem englischen Rasen nötig ist, alle 3, 4 Wochen mähen. Und hier auf dieser Wiese, die ich jetzt hier habe, die man eher als Übergangsfettwiese bezeichnen möchte, muss ich sehr früh mähen, in der ersten, zweiten Juniwoche. Das Beste für die Bienen, sind es immer noch die Blumen, die draußen auch auf Feld und Wiese wachsen? Oder haben die Bienen und Insekten auch was von solchen Pflanzen, die jetzt nicht natürlich draußen wachsen? Selbstverständlich, wie hier zum Beispiel in dem Bauerngarten. Da gibt es eine Vielzahl von Kulturpflanzen, die auch sehr insektenfreundlich sind, beziehungsweise die gerne von den Insekten besucht werden. Dazu gehört natürlich auch ein Efeu
oder ein blühender Obstbaum, hier ist ein kleiner Streuobstwiese. Aber das sind also Kulturpflanzen. Man sollte, kann also nicht sagen, dass es nur die einheimischen Pflanzen sind, die besucht werden. Aber hier sind eben vielfach auch gefüllte Pflanzen und die sind völlig ungeeignet. Was sind denn gefüllte Pflanzen zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Pelargonien, nicht Geranien, die sind so gefüllt. Da geht kein Insekt hin, das ist uninteressant. Da können sie keinen Nektar sich erholen. Der ideale Garten, wenn man jetzt was für die Artenvielfalt tun mag, wie schaut der aus? Sag mal, unmittelbar ums Haus habe ich in meinem Garten Kulturpflanzen und im Außenbereich habe ich die Natur nachgeahmt oder sag mal, zu ihrer Geltung kommen lassen. Und dazu noch Streuobstwiese und natürlich gehört auch ein Bauerngarten dazu, der auch sehr insektenfreundlich sein kann. Aber das Hauptaugenmerk gilt dieser Allgäuer Blumenwiese. Wenn ich diese Flächen jetzt nicht habe, wie Sie ja. die hier haben, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Balkon habe, kann ja. ich da auch was für die Artenvielfalt tun? Ja, man kann heute auch im Balkon diese, sag mal, bienenfreundlichen Pflanzen oder sogar Allgäuerwiesenpflanzen ansetzen. Das sieht natürlich nicht so prächtig aus wie die vollgefüllten Geranien. Aber wer Mut hat und sagt, schön, jetzt mache ich mal was anderes, der sollte durchaus mal den Versuch unternehmen. Wer also etwas Sinnvolles zur Artenvielfalt beitragen möchte, der sollte sich am besten so eine Allgäuerwiese anlegen. Von Mährobotern und allgemein vom Rasenmäher sollte man aber eher die Finger lassen, damit es bei uns in den Allgäuergärten weiterhin summt. Am Ostersonntag erschütterte eine Anschlagsserie in Sri Lanka auf Kirchen und Hotels die Welt. Dabei wurden nach aktuellen Zahlen mindestens 310 Menschen getötet und über 500 verletzt. Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica und ihre lokale Partnerorganisation Humedica Lanka unterstützen die Opfer direkt vor Ort. Durch unsere guten Kontakte zum Gesundheitsministerium und zum Ministerium für Katastrophenhilfe war es uns dann möglich, direkt neben dem Roten Kreuz diese Stationen zu besuchen im National Hospital, um mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen und sie auch mit ersten Hilfsgütern zu versorgen. Viele haben ja, waren mit der ganzen Familie im Gottesdienst und alle lagen entweder im Krankenhaus oder waren verstorben, sodass sie also Unterstützung brauchten. Und wir haben die ersten Hilfsgüter hingeliefert, wobei wir natürlich planen, auch weiterhin was zu machen, gerade was die posttraumatische Behandlung von Opfern angeht, die ja durch diese Katastrophe sehr traumatisiert sind. Aus Deutschland wurden die Hilfsmaßnahmen mit einer Sofortspende von 10.000 Euro unterstützt. Humedica will aber, wie eben gehört, langfristig helfen. Dazu werden weitere Spenden benötigt. Wir machen eine kurze Pause und melden uns dann nach der Werbung mit den Kurznachrichten und dem Wetter wieder. Das Allgäu bedeutet für mich Freiheit, Natur, Berge, Seen, Freunde, Familie, Leben. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Waffenbär. Das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Abgefahren. Mit dem Schulbus unterwegs. Immer an anderen Orten und Schulen und jeden dritten Mittwoch im Monat bei Allgäu TV. Abgefahren ist Ihr Magazin rund um das Thema Schule. Mehr Infos unter allgäu.tv. Viel los in Saalfelden-Leogang vom 1. bis 22. April. Erleben Sie das Beste aus Winter und Frühling. April, so wie ich will, in Saalfelden, Leogang.
Auch Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 199 Euro im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung@rundfunkhaus-allgäu.de. Erst informieren, dann planen und bauen. Auf geht's zu den Allgäuer Immobilien- und Bautagen. Über 100 Aussteller. Informieren Sie über alles, was Sie für Neubau, Umbau, Sanierung und ein schönes Zuhause wissen müssen. Erleben Sie interessante Vorträge, Ausstellungen und Aktionen auf den Allgäuer Immobilien- und Bautagen am 27. und 28. April von 10 bis 17 Uhr. Messegelände Eisstadion in Kempten. www.az-promotion.de. Die Nachrichten am Dienstag beginnen wir mit Unfällen in den Allgäuer Bergen. Am Osterwochenende sind zwei Tourengeher verunglückt, einer von ihnen tödlich. Bereits seit Freitag wurde ein 62-Jähriger im Grenzgebiet zwischen Oberstdorf und dem Kleinwalsertal vermisst. Am Samstag wurde dann die Leiche des Mannes in einer Felsspalte im Löwental gefunden. Er war 10 Meter in die Tiefe gestürzt. Das Gebiet gehört zum sogenannten Gottesacker unterhalb des Hohen Ifen und ist für seine teilweise tiefen Felsspalten bekannt. Am Ostersonntag ist in den Ammergauer Alpen an der Hochplatte bei Schwangau ein 54-jähriger Tourengeher 400 Meter durch felsiges Gelände abgestürzt. Verantwortlich dafür war vermutlich ein Defekt an der Skibindung. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der alpinen Einsatzgruppe der Polizei zufolge habe der Verunglückte einen Helm getragen, der ihm vermutlich das Leben gerettet hat. Bauabschnitt genehmigt. Das Eisenbahnbundesamt hat jetzt das Baurecht für den letzten Streckenabschnitt im Rahmen der Elektrifizierung zwischen München und Lindau erteilt. Jetzt darf auch auf dem 10 Kilometer langen Abschnitt südlich von Kisleck bis nach Wangen gebaut werden. Damit liegt auf dem gut 155 Kilometer langen Abschnitt von Geltendorf über Buchloe und Memmingen bis nach Lindau für alle Bauabschnitte durchgehend das Baurecht vor. Damit sei für Bayerns Verkehrsminister Dr. Hans Reichert ein wichtiger Schritt im Großprojekt geschafft. Jetzt müsse alle Konzentration darauf liegen, die Strecke wie geplant in 20 Monaten in Betrieb nehmen zu können. Im Dezember 2020 soll dann die Elektrifizierung zwischen München und Zürich abgeschlossen und damit die Fahrzeit um rund eine Stunde verkürzt sein. Der 30-jährige Vermisste aus Beningen im Unterallgäu ist jetzt gefunden worden. Am Samstag wurde das Auto des Vermissten auf der A7 bei Kempten-Leubers gesehen. Als die Polizei das Auto von der Autobahn lotsen und anhalten wollte, gab der Fahrer Gas und fuhr als Geisterfahrer in nördlicher Richtung auf der Autobahn. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei nahm die Verfolgung auf. Die A7 wurde gesperrt. Etwas später wurde das Auto dann auf dem Parkplatz Leuberstal West entdeckt. Der Fahrer saß aber nicht im Auto. Mit Hubschrauber und Suchhunden wurde nach dem Fahrer ohne Ergebnis gesucht. Am Sonntag meldete sich dann ein Zeuge bei der Polizei, der den Mann aus Beningen in Leubers gesehen habe. Dort konnte er aufgefunden und in eine Klinik eingeliefert werden. Bisher ist aber nicht geklärt, ob er selber mit dem Auto vor der Polizei geflüchtet ist. Der Unterallgäuer wurde seit dem 15. April gesucht. Auch der seit dem 12. April vermisste Mann aus dem Oberallgäu ist wieder aufgetaucht. Heute hat er sich bei der Polizei in Kempten gemeldet. Zu seinem Aufenthaltsort und den Gründen seines Verschwindens machte er keine Angaben. Finanzierungslücke beim Neubau. Beim Neubau des Allgäu-Hospiz gibt es eine Finanzierungslücke. Diese sei durch den Ausfall von Finanzmitteln der Stadt Memmingen sowie der Landkreise Unterallgäu und Ostallgäu entstanden. Laut Hospizverein liege der Gesamtbedarf für den Neubau bei 6,9 Millionen Euro. Durch Spenden, kommunale Zuschüsse und Geld von Stiftungen seien 5,4 Millionen Euro sicher. Trotzdem liege der Bau momentan noch im Zeitplan. Der Einzugsbereich für das Allgäu-Hospiz erstreckt sich auf die Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu sowie die Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen. 2018 konnten wegen Platzmangels 114 Menschen nicht aufgenommen werden. Etwa die Hälfte dieser Anfragen kam aus dem Ostallgäu und Unterallgäu sowie aus Memmingen. Die Erweiterung des Allgäu-Hospiz werde in der Region also dringend erwartet, so der Hospizverein. Man hoffe nun auf weitere Spenden, um den Bau bis zum Jahresende 2019 fertigstellen zu können. Ein 23-Jähriger muss sich nun wegen seiner rabiaten Fahrweise verantworten.
Gestern Mittag war der Polizei der Verkehrsraudi auf der B12 in Höhe Jengen gemeldet worden. Der Autofahrer überholte trotz durchgezogener Mittellinie einen Motorradfahrer. Anschließend setzte er sich vors Motorrad und zwang den Fahrer mit einer Vollbremsung stehen zu bleiben. Auch ein nachfolgender Autofahrer musste dadurch stark abbremsen, um nicht aufzufahren. Der Autofahrer konnte noch auf der B12 durch eine Streife angehalten werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Nötigung eingeleitet. Scheidegg will Gold. Der Markt Scheidegg möchte den European Energy Award EEA in Gold erhalten. Bereits 2007 hatte man dort erste Schritte in Sachen EEA unternommen. Ein Jahr später erhielt der Markt schon 40% der möglichen Punkte. Mittlerweile liegt Scheidegg bei über 75%. Das ist die Marke für die Gold-Zertifizierung. Dafür hat der Markt unter anderem vor 6 Jahren begonnen, die Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED umzustellen. Mit dieser Umstellung wird man voraussichtlich 2019/2020 fertig sein. Außerdem setzt der Markt auf Elektromobilität. 2 Schnellladestationen sollen dieses Jahr installiert werden, unter anderem möglicherweise am Kurhaus. Diese laden ein E-Auto in nur 20 Minuten auf. Zusätzlich werden noch 4 herkömmliche Ladestationen installiert, die ein Auto in 4 bis 6 Stunden aufladen. Erhält Scheidegg den EEA in Gold, wäre sie die 2. Gemeinde im Landkreis nach Wasserburg. Ja, das waren die Meldungen von heute. Jetzt schauen wir mal, ob es morgen weiterhin so diesig und schwül bleibt oder ob womöglich Besserung in Sicht ist. Hier die Wetteraussichten. Heute Nacht wird es im Allgäu überwiegend bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 10 Grad. Am Vormittag halten sich die Wolken weiter. Im Raum Bodensee und im Oberallgäu zeigt sich die Sonne am häufigsten. Es wird mit Werten von bis zu 23 Grad sommerlich warm. Am Nachmittag werden die Wolken weniger und die Sonne scheint im ganzen Allgäu immer öfter. Die Temperaturen steigen im Oberallgäu auf bis zu 26 Grad an. Im restlichen Allgäu liegen die Werte bei um die 22 Grad. Eine Wanderung in den Bergen steht morgen nichts im Wege. Größtenteils scheint die Sonne und nur vereinzelt ziehen Wolken auf. Am wärmsten wird es am Gründen mit 22 Grad. Am Nebelhorn erreichen die Temperaturen nur 15 Grad. Kommenden Donnerstag scheint nochmal ordentlich die Sonne. Dazu gibt es Werte von bis zu 21 Grad. Am Freitag ändert sich das Wetter und es fängt an zu regnen. Das Wetter spiegelt sich auch in den Temperaturen wieder, denn sie sinken auf maximal 7 Grad. Am Samstag zeigt sich trotz Regen immer mal wieder die Sonne. Die Temperaturen liegen bei 10 Grad. Ostern, das ist Eier suchen, mit der Familie zusammensitzen und den beginnenden Frühling genießen. Ostern ist aber vor allem das höchste Fest im kirchlichen Jahr. Auf der ganzen Welt haben Christen am vergangenen Wochenende das Fest der Auferstehung von Jesus Christus gefeiert. Leider nicht überall so friedlich wie hier bei uns. Für Bischof Konrad Stasa, der im Juni 75 Jahre alt wird und seinem Ruhestand entgegenblickt, war es sehr wahrscheinlich das letzte Osterfest als Augsburger Bischof. Hier jetzt ein Rückblick vom Osterwochenende mit eindrucksvollen Bildern aus der Osternacht im Augsburger Dom. Das Feuer steht symbolisch für Gott, der Leben und Wärme spendet. Die Osternacht ist nicht nur feierlich, sondern auch voller Freude nach der Trauer am Karfreitag. An diesem Feuer vor dem Augsburger Dom entzündete Bischof Konrad Stasa die Osterkerze. Licht im Dunkeln wie Jesus für die Menschheit. Die Gläubigen gingen gemeinsam in den nächtlichen Dom. Es war sehr still, aber die Vorfreude auf das, was gleich kommen sollte, fast greifbar. Das Licht wurde von Mensch zu Mensch weitergegeben und mit jeder Kerze wurde es ein bisschen heller. Überstrahlt schließlich von dem Moment, in dem der Dom hell erleuchtet wurde und das Gloria mit großer Macht erklang. Ostern ist die Feier der Auferstehung Jesu Christi. In seiner Predigt in der Osternacht stellte Weihbischof Florian Wörner das in einem Zusammenhang mit den Schülerdemos gegen den Klimawandel. Es gehe um unsere Zukunft. Eins dürfte doch klar sein. Der schlimmste Gegenspieler des menschlichen Lebens, der größte Verhinderer von Zukunft, ist der Tod.
Wie gehen wir damit um? Kann man dagegen streiken, demonstrieren? Gibt es niemanden, der gegen den schlimmsten Feind unserer Zukunft aufsteht und was tut? Doch, es gibt einen. Jesus Christus. Seinetwegen sind wir heute Nacht zusammengekommen, liebe Schwestern und Brüder. Mit seinem Kreuzestod am Karfreitag, sozusagen seinem Friday for Future, wurde die Luft dünn für unseren größten Feind. Jesus streikt nicht gegen den Tod, er stellt sich ihm. Er erleidet ihn und überwindet ihn dadurch. Der Tod Jesu am Kreuz endet tödlich für den Tod. Halleluja. Darum geht es. Die Auferstehung besiegt den Tod. Auch das Taufwasser, das Bischof Konrad Stasa mit der Osterkerze weihte, steht symbolisch für Leben. Mit ihm segnet er anschließend die Gläubigen. Zum Abschluss spendete er den mitgebrachten Speisen den Segen. Sie bringen die Stimmung der Osternacht hinaus in die Häuser und Familien. Auch zur Messe am Ostersonntag brachten Gläubige wieder ihre Osterkörbe mit. Ostern ist ein Fest der Freude, eine Feier des Glaubens, ohne Wenn und Aber. Ich möchte nicht die Auferstehung verteidigen wollen oder nach Möglichkeiten suchen, sie logisch oder irgendwie zu begründen, ihre Möglichkeit zu erwägen, sondern ich möchte verkünden auf der Grundlage dieser Freude, wir sind erlöst, Halleluja. Christus lebt, er tritt fürsprechend für uns ein beim Vater. Das ist die Wirklichkeit und nicht ein Etwa oder Vielleicht. Glaube ist die Gewissheit des Herzens, dass Jesus Christus auferstanden ist. Das Grab ist leer. Doch damit ist Ostern nicht vorbei. Am Ostermontag finden in vielen Pfarreien sogenannte Emmausgänge statt. Die Gläubigen machen sich am frühen Morgen auf den Weg, so wie die Jünger in dem Bericht aus dem Lukasevangelium. Niedergeschlagen vom Tod Jesu liefen sie zusammen nach Emmaus. Auf dem Weg begegnete ihnen der auferstandene Jesus, doch sie erkannten ihn erst, als er mit ihnen zu Tisch saß und das Brot brach. Und so ist Ostern erst der Beginn der eigentlichen Osterzeit. Diese dauert 50 Tage bis Pfingsten. Heute ist der Tag des Bieres. Der ist ein Feiertag zu Ehren des Reinheitsgebotes von 1516, einem Gütesiegel wie Made in Germany, weltweit bekannt und beachtet. Natürlich feiern sich auch die Brauereien am Tag des Bieres und da gibt es eine Menge zu feiern, denn im vergangenen Geschäftsjahr lief es überdurchschnittlich gut für Deutschlands und auch für Bayerns Bierproduzenten. Der lange, heiße, trockene Sommer und auch die Fußball-Weltmeisterschaft konnten trotz des schlechten Abschneidens der deutschen Mannschaft den Absatz des flüssigen Brotes im Vergleich zum Vorjahr erneut steigern. Doch wo die Kassen klingeln, muss auch für die Mitarbeiter mehr drin sein, sagt die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten. Erste Gespräche sind schon gelaufen. Am 2. Mai gehen Gewerkschaft und Arbeitgeber in die nächste Tarifrunde. Wir gehen kurz in die Werbung und danach zeigen wir Ihnen ein Ehrenamt der besonderen Art. Bis gleich. Das Allgäu ist für mich. Schöne Bergtouren machen, Skifahren kann man bei uns, wunderbar. Da oben ist der Skilift und ist meistens immer schön Wetter. Und für dich? Das Allgäu ist für mich Heimat, Kutschfahrten machen und arbeiten im Allgäu. Allgäu TV, wir sind das Allgäu. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Thank you.
Fürbitten vortragen, den Antwortpsalm vorsingen, Gottesdienste vor- und nachbereiten. Diese und andere Aufgaben bei Gottesdiensten übernehmen oft Ehrenamtliche. Eine große Unterstützung für Priester sind sogenannte Gottesdienstbeauftragte. Aber wie wird man das? Wir haben mit einem Pfarrer in Eumittelberg über das Ehrenamt und die Ausbildung zum Gottesdienstbeauftragten gesprochen, denn dort werden regelmäßig Gläubige für diesen Dienst ausgebildet. Pfarrer Roland Högner trifft die letzten Vorbereitungen vor einem Gottesdienst in der katholischen Kirche Verklärung Christi in Eumittelberg. Regelmäßig werden Gottesdienstformen wie Bußgottesdienste und Totenandachten in der Pfarreiengemeinschaft Eumittelberg, aber auch von sogenannten Gottesdienstbeauftragten veranstaltet. Was ein Gottesdienstbeauftragter ist, erklärt uns Pfarrer Roland Högner. Ein Gottesdienstbeauftragter ist ein Gläubiger, der eine Ausbildung gemacht hat, der sich mit dem Ablauf und mit der Gestaltung und der Durchführung von verschiedenen Gottesdiensten befasst hat und dann eben vom Bistum auch eine Beauftragung bekommt, dass er diesen Dienst für seine Mitchristen tun darf. Gottesdienste anzuleiten, Gebete anzuleiten. In der Pfarreiengemeinschaft Eumittelberg wollen zwei Pfarrer, die bereits im Ruhestand sind, kürzer treten. Trotzdem sollen in den 7 Pfarreien weiterhin Gottesdienste stattfinden. Denn genau das sei wichtig für die Gläubigen, so Pfarrer Roland Högner. Das ist natürlich die schöne Gewohnheit, dass man an dem Ort und in der Gemeinschaft, in der man aufgewachsen ist und in der man wohnt und in der man sonst seinen Glauben ja auch lebt, dass man in der Gemeinschaft natürlich auch seinen Gottesdienst feiern möchte. Und es gibt schon auch Leute, die dann die Gottesdienstorte wechseln, so weil ihnen die Zeit oder die Kirche besser gefällt. Aber häufig ist es doch einfach so, dass es vorgezogen wird, am Ort einen Gottesdienst zu feiern. Die Lösung sind Gottesdienstbeauftragte. Ja, da gibt es eine Ausbildung durch das Bistum Augsburg und von unseren Gottesdienstbeauftragten haben die schon 2009 ganz viele gemacht oder ganz viele haben damals diese Beauftragung auch bekommen. Und das ist dann ein Kurs, der wird von Referenten des Bistums Augsburg vor Ort durchgeführt. Die Ausbildung findet an insgesamt 6 Tagen statt. Danach können die frisch gebackenen Gottesdienstbeauftragten selbstständig einen Gottesdienst leiten. Sie bereiten den Gottesdienst vor und setzen sich mit Themen und Materialien auseinander, die für den jeweiligen Anlass wichtig sind. Zusammen mit dem Mesner suchen sie den richtigen Tag im Messbuch, im Lektionar und im Direktorium. Außerdem bereiten sie die Hostienschale vor. Während dem Gottesdienst leiten sie Gebete an und tragen Texte vor. Außerdem sind sie beauftragt, die Kommunion zu spenden. Kirchenrechtlich ist es kein Problem, sondern sogar erwünscht, dass Laien einen Gottesdienst machen. Das gemeinsame Beten ist auf jeden Fall eine Aufgabe der Gläubigen und dass da jemand dann eben auch mal sich vorn hinstellt und seine Mitchristen dabei unterstützt, dass das gut funktioniert, das ist ganz klar seine Aufgabe. Wer welchen Dienst hat, ist genau geregelt. Die Gottesdienstbeauftragten und die anderen Ehrenamtlichen wie Ministranten und Mesner sind ein wichtiger Bestandteil der Messe in Eumittelberg. Die Eucharistiefeier ist aber den Priestern vorbehalten. Ja, und das waren die Allgäu-TV-Nachrichten für heute. Morgen begrüßt Sie hier Julia Becker. Wir sehen uns am Donnerstag wieder, wenn Sie mögen. Danke fürs Zuschauen, einen schönen Fernsehabend noch. Bis bald und tschüss.